Tja, da gab es mal richtig was auf die Mütze. Und nicht nur einmal, gleich drei Abflüge beim Test der neuen Beneteau First 36 vor Fehmarn. Okay, zugegeben, wir wollten es auch wirklich wissen. Und wer mit einem 142 Quadratmeter großen Gennaker bei Böen von 26 Knoten Wind unterwegs ist, der weiß, dass jederzeit der Sonnenschuss drohen kann. Nur gut, dass die Crew von Oloy Watersports aus hartgesottenen Seglern besteht, die das knatternde Chaos kaum aus der Ruhe bringt. Kurz, wir können einen Haken machen, der Test der First 36 bei Meerwind hat geklappt und die Jubelschreie bei 16,6 Knoten Topspeed sind eigentlich Beweis genug, dass die Franco-Slowenin richtig was drauf hat. Moment, was denn nun, Frankreich oder Slowenien? Die neueste Beneteau kommt von Seascape, die bisher mit der 14er, der 24 und der 27 eher im kleineren Segment der schnellen Boote unterwegs waren. Jetzt also ausgewachsene 11 Meter Rumpflänge und amtliche 3,80 Meter in der Breite. Dass von Beginn an hohe Erwartungen an die Segelleistung der First gelegt wurden, mag den Druck auf die Macher nochmal gesteigert haben. Und die bestanden gleich aus vier renommierten Teams. Sam Manoir konstruierte die Yacht, Giovanni Belgrano berechnete die Struktur, Star-Architekt Lorenzo Argento zeichnet für das Styling verantwortlich und Gigo Design für die Funktionalität. Dazu dann noch das geballte Know-how von Beneteau und Seascape. So etwas gibt es aktuell bei keiner anderen Neuentwicklung. Bevor wir uns gleich nochmal der Segelpower widmen, steigen wir aber erstmal eine Etage tiefer. Denn wohnen lässt es sich auf dem Performance Cruiser auch. Und das sogar erstaunlich komfortabel. Übrigens, wer sich nicht fürs Wohnen interessiert, springt einfach ins nächste Kapitel. Ja, willkommen unter Deck. Der First 36 ist jetzt quasi unser zweiter Test von dreien. Der erste hat in Isola stattgefunden im Februar bei 5 Grad Außentemperatur und wenig Wind leider. Deswegen sind wir heute nochmal beim deutschen Händler bei Oloy Watersports in Heiligenhafen und hoffen auf 5 bis 6 und unterhaltsames Segeln. Und das habt ihr wahrscheinlich im Video schon längst gesehen, ob das stattgefunden hat oder nicht. Ich würde sagen, ich zeige euch mal das Boot, die Besonderheiten unter Deck und dann gehen wir nachher auch nochmal an Deck und gucken uns an, wie der Sportplatz der First 36 aussieht. Hier haben wir einen wirklich geräumigen, sehr hellen und trotzdem irgendwie qualitativ angenehm wirkenden Salon. Der zeichnet sich eigentlich im Wesentlichen durch dieses zentrale Mittelelement aus. Das ist die Kühlbox und darunter, genau mittschiffs, befinden sich die Akkus, also jedenfalls die Servicebatterien, 2x105 Amperestunden AGM, also völlig wartungsfreundlich, wartungsfrei. Man muss da nicht hin und Säurestand kontrollieren. Und das Besondere ist, dass man hier einerseits wirklich bei Seegang sich gut festhalten kann, verkeilen kann. Also das ist eine Funktion, die selten ist. Pogo hat auch ein relativ langes zentrales Element, wo so ein Kühlschblock integriert ist, weil die ja bei der Großzahl der Boote einen hydraulischen Schwenkkiel haben. Den wird es sehr wahrscheinlich für die First 36 nie geben, auch nicht in der Seascape Edition, die im nächsten oder übernächsten Jahr geplant ist, also der sportlicheren Variante, weil die bisherigen Tests eigentlich gezeigt haben, dass der T-Kiel, der hier auch untergebolzt ist mit 2,25 Meter Tiefgang, dass der von der Stabilität absolut ausreichend ist und auch von den hydrodynamischen Eigenschaften sehr, sehr gut funktioniert. Dennoch war das ursprünglich mal sozusagen eine Option, wenn man hier einen hydraulischen Kiel hätte, die Kielbox zu integrieren und dann macht das sowieso mehr Sinn. Jetzt ist dieses zentrale Element stehen geblieben. Das hat den Vorteil, dass man beidseits durchkommt.
Wie ihr seht, ist der Fußraum sehr weitläufig. Das heißt, man hat breite Durchgänge und es gibt noch mehr Variationsmöglichkeiten. Also diese beiden Tischhälften, die ausgeklappt tatsächlich wirklich für 6 Personen ausreichend sind, die lassen sich mit Schnellverschlüssen abnehmen. Und dann kann man diese Tischhälften hinter der Sitzbank stauen, wenn man das möchte. Und dann ist noch weniger hier im Weg, um zum Beispiel lange Genua-Säcke einfach längsseits zu lagern. Varianten im Layout gibt es übrigens nicht. 3 Kammern, eine Nasszelle, dabei bleibt es. Die Pantry muss man sich im Prinzip vorstellen als ein durchgängiges L. Und zwar dann, wenn was auf diesem Boot noch nicht geliefert wurde, aber was schon auf der Baunummer 2 zu sehen war, wenn hier das Verbindungsschneidbrett zwischen der Kühlbox und dem Pantry-Block eingeklickt ist, dann verbindet sich das Ganze. Man hat hier Arbeitsfläche oder, wenn man in die Kühlbox muss, den direkten Zugang. Man kann hier Sachen vorbereiten. Man hat hier sehr bequem und gut erreichbar den Mülleimer. Finde ich klasse, also den praktisch so gut wie immer benutzen zu können. Und hier den Herd. Also es ist für ein Sportboot eine fast schon üppige Küche, in Anführungszeichen, wenn man dieses Schneidbrett mit dazu bestellt. Und das wird dann da unten gelagert und rutscht und klappert auch nicht. Schade, dass wir das jetzt hier nicht zeigen können, aber ihr könnt es euch, glaube ich, vorstellen. Hier Schubladen, also das ist eigentlich Fahrtenstandard. Es gibt hier diese Schiebeschränke. Es gibt hier Oberschränke, die sehr tief sind, auch das Staugut gesichert haben gegen Rausfallen. Also damit kommt man schon klar. Da unten kann man noch einen Topf oder 2 unterbringen. Also eigentlich eine Pantry im üblichen Fahrtenboot-Umfang. Das ist okay. Die Kühlbox fast 70 Liter, die ist jetzt nicht optimal benutzbar, weil sie ist sehr, sehr tief, was kein Problem ist, was die Kühlleistung betrifft, weil Kälte nach unten sickert. Also man kann den tatsächlich lang genug offen lassen, um Dinge zu sortieren. Aber diese Plexi-Abdeckung, die das praktisch in 2 Ebenen teilt, die macht es halt notwendig, wenn der wirklich komplett voll ist für eine 4-köpfige Familie oder Crew. Und man muss an die Sachen ganz unten ran, weil da zum Beispiel die Drinks sind. Dann musst du erstmal alles hier rausnehmen, da abstellen und dann nochmal nach unten greifen. Also das ist, wäre mit einem zweiten Zugang, mit einer Klapptür hier unten natürlich noch besser erschließbar. Das hat zum Beispiel die Dele 38. Das ist funktionaler, aber man kriegt hier alles unter, was für ein paar tägigen Turn notwendig ist. Die Achterkammern sind auf beiden Seiten, Backbord und Steuerbord, identisch und beide bieten auch diese Option, also eine klappbare Matratze, die die Möglichkeit verschafft, einmal das als Einzelkurier zu nutzen und dann hier zum Beispiel sehr viel Stauraum sehr gut erreichbar unterzubringen. In dem Fall ist es jetzt ein Code Zero und umbauen tut man sie, indem man letzten Endes das Auflagebrett einfach nur vorholt. Auf die Schwerkraft hofft und dann auf diese Weise die Liegefläche verdoppelt. Wir haben es mit Laserpointer durchgemessen, 1,99 von der Vorderkante bis ganz nach hinten, also fast die 2 Meter, die üblich sind. Und 1,39 bis zur Bordwand. Das ist auch auf beiden Seiten baugleich. Das ist für ein 36-Fuß-Schiff sehr viel. Die Schränke sind sozusagen modular konzipiert. Ich
Ich finde es nicht so schlecht, weil reine Hängeschränke, die verschenken unheimlich viel Stauraum. Und ich finde es auch mühsam, alles zu hängen. Hier ist die Idee, dass man Kleinigkeiten hier in die Fächer staut und dass man ein Ölzeug beispielsweise hier einfach hinhängt. Dazu ist aus meiner Überzeugung der Haken viel zu tief. Also der müsste an die oberstmögliche Stelle. Und man muss auch einen kleinen Bügel finden, damit das nachher noch zugeht. Aber die Idee hier ist, dass man praktisch die Sachen, die man hängt, das ist im Wesentlichen wahrscheinlich das Ölzeug, wenn es trocken ist, dass man das hier unterbringt oder dann hier an dem Wandhaken. Man sagt ja eigentlich, man braucht heutzutage keine Navi mehr, weil die Navigation am Plotter stattfindet und meistens außen. Haben die auch lange drüber nachgedacht in der Werft und haben sich dann doch für eine richtig ordentliche Navi-Zentrale entschieden. Zum einen, weil man natürlich die Instrumente irgendwie unterbringen muss, das Schaltpanel, und zum anderen, weil, wie wir alle wissen, nach 2 Jahren Pandemie das Boot auch sozusagen das Zweitbüro geworden ist. Und hier kann man sehr, sehr angenehm arbeiten, ob am Laptop oder an der Karte, spielt keine Rolle. Was mir persönlich gut gefällt, ist diese kleine Ablage hier, die zum Beispiel ein Handy, Sonnenbrillen total sicher einfasst und gut geschützt auch zur Verfügung stellt. Und um es noch zu toppen, gibt es hier 2 Duplex USB-Steckdosen, der ganz normale und USB-A. What? Also da ist alles an alles gedacht worden, was man so braucht. Das Einzige, was diesem Boot mangelt, ist tatsächlich Stauraum im Salon. Es gibt im Tisch ein Flaschenfach, das kann ich gerne mal zeigen. Das ist okay, aber eigentlich passen da nur zwei Olivenölflaschen und 2 Weinflaschen rein auf dieser Seite, und da ist es genauso. Das ist nicht so richtig viel Stauraum. Dann habe ich hier hinten eine Ablage, eine vertiefte, da geht einiges rein. Ist jetzt nicht abdeckbar, ist also nicht die reine Augenzieher, wenn man es vollmüllt. Und ansonsten kann man hier hinten, hinter den Polstern, noch was unterbringen. Aber das war es dann auch schon. Unter den Sitzen, zumindest bisher, sind die Wassertanks. Auf jeder Seite 100 Liter. Das ist jetzt für 36 Fuß und eine Fahrtencrew auch nicht überbordend viel. Damit kommt man wahrscheinlich zu 14 Wochenende gut klar. Wer eine Woche autark sein will, der muss schon sparen. Aber Schwerpunkt hier ist ja nicht, dass man über den Atlantik fährt, jedenfalls nicht im Wesentlichen, sondern dass man ein sehr sportliches Boot hat und schnell ist. Und da ist viel Wasserballast, obwohl er hier sehr, sehr gut angeordnet ist, sehr tief, im Zweifel hinderlich. Ich persönlich hätte eher verstanden, wenn man die Stauräume genutzt hätte, also offen gelassen hätte und den Tank unter die Vorschiffskoje packt, weil wenn ich Regatta segle, dann kann ich den sowieso leer machen oder so gut wie leer machen. Und da stört er mich nicht so. Dieser Zugang hier ist besser als im Vorschiff. Gucken wir uns gleich nochmal an. Also Vorschiff ist fast eine glatte 1. Für denjenigen, der komfortabel schlafen will, ist eine Kojenlänge von 2,5 Meter oder 2,7 Meter, muss ich nochmal nachgucken. Es ist eine Breite auf Schultermaß, also ungefähr hier von 1,90 und vorne ist es über 2 Meter. Das ist echt Gardemaß, also hier wird sich niemand irgendwie allzu doll in die Quere kommen. Das ist super, ich habe einen großen Schrankraum, ich habe hier noch diese Schwalbennester. Also finde ich gut, ich habe indirektes und direktes Licht. Ich habe eine kleine Luke und eine riesige. Soweit alles klasse. Was ich mir gewünscht hätte, zeige ich gerne mal, ist, dass der Zugang zum Stauraum sozusagen... Oh, guck mal, die haben umgebaut. Das ist schon mal klasse. Ich wollte gerade sagen, dass der Zugang zum Stauraum richtig schlecht ist. Aber nein, die haben das komplett neu gemacht. Hier waren ursprünglich nämlich ineinander verschränkte, also gefräste Holzteile, die man ganz schwer auseinanderbauen konnte. Und dann, das war praktisch nur mittig geteilt. Jetzt haben sie hier
Kojenbretter, die sich tatsächlich sehr gut erreichen lassen. Und hier würde ich jetzt sagen, hier kann man fast schon das, was man im Salon nicht unterbringt, relativ schnell erreichen. Also Matratze auf die andere Seite klappen und gut ist. Das ist okay. Ich hätte hier den Wassertank vorgesehen. Und ehrlich gesagt, wenn ich mir was wünschen dürfte, dann hätte ich mir gewünscht, dass die Kojenauflagen in der Mitte geteilt sind, dass ich die nach oben, ein Scharnier nach oben klicken kann, dass ich die arretieren kann. Und dann hätte ich hier eine riesige Dropzone für den Spinnaker oder für den Code Zero. Und ich müsste nicht die Segel erst in den Sack und dann nach Achtern bringen. Vielleicht sieht man diese Lösung dann in einem Jahr oder zwei in der Seascape Edition von der First 36. Das würde Sinn machen, meiner Meinung nach. Aber Eigner, die das gut finden, die können das natürlich auch in Eigenregie selber bauen. Das ist nicht wahnsinnig komplex. Man muss das Scharnier ein bisschen versetzen von der Bordwand weg, damit es hier nicht kollidiert. Und man muss ja auch die Dicke der Matratze noch berücksichtigen. Wenn es dann in der Mitte geteilt ist und die Scharniere da sind, dann kann man das nach oben klappen. Und dann habe ich hier eine 60x60 Luke, durch die ich alles fallen lassen kann, was entweder nass ist oder eklig oder einfach nur schwer und im Weg. Und ich habe nach so einem Spinnergang einfach das Vorschiff sofort frei. So, und jetzt sind wir in dem einzigen Kompromissbereich des Bootes. Aber ich finde, das ist noch ein vertretbarer Kompromiss. Die Toilette ist eine Schmalspurtoilette, denn die Umfragen unter potenziellen Kunden, die die Werft durchgeführt hat, schon vor 4 Jahren tatsächlich, sagte, der Bereich, wo die potenziellen Eigner am ehesten bereit sind, Zugeständnisse zu machen, ist der Nassbereich. Deswegen nimmt dieser hier den geringstmöglichen Raum ein. Ich glaube, man kann wirklich sagen, noch ein bisschen enger und es hätte wirklich gezwickt. Es ist richtig, dass die Tür nach innen aufschlägt, denn so ist die Dichtung innen liegend und wenn ich dusche, läuft, wenn hier irgendwas an der Tür vorbeigeht, in den Rahmen rein, läuft das alles hier nach innen. Das bleibt innen, das fließt nicht raus. Also die Öffnungsrichtung der Tür ist eigentlich richtig, aber wie man hier so sieht, so ganz viel Luft. Ich bin jetzt hinten direkt mit dem Rücken an der Wand. Da ist noch eine Handbreit Luft und man muss also bei diesem Boot, um die Toilette stressfrei benutzen zu können, auf seine Linie achten. Ansonsten sind die Funktionen okay. Ich habe hier einen Spiegelschrank, der sehr ordentlichen Stauraum zur Verfügung stellt. Da passen also bestimmt 4 Waschbeutel rein und noch 2 Toilettenpapierrollen. Und wenn ihr euch fragt, wo muss ich jetzt eigentlich dann in der Pantry meine Zähne putzen? Nee, das geht hier. Ist ein schickes Feature, finde ich. Es ist ein erstaunlich großes Waschbecken, also ungefähr doppelt so groß wie bei vielen anderen Booten in diesem Bereich. Und da kann ich dann meine Zähne putzen, mein Gesicht waschen. Und der Duschschlauch, der geht dann hier vorbei. Und da hinten kann man ihn einpicken und hier kann ich dann auch im Stehen duschen. Also da ist eigentlich alles erfüllt, was man so braucht. Und es sieht auch, finde ich, ganz ordentlich aus. Hier ist übrigens mit Magneten nur gehalten der Fäkaltank. Auch gut gelöst. Also, wenn man was mäkeln will, dann könnte man sagen, da gibt es nur eine 2 bis 3 oder je nachdem, vielleicht auch nur eine 3. Aber ansonsten finde ich den Ausbau sehr gelungen, sehr variabel und mir persönlich gefällt er. Ich finde, das ist helle, wirklich modern. Und durch die hochwertigen Umleimer hier fehlt auch nicht so ein Stück sozusagen Wertigkeit im Ausbau. Also ich finde das gut gelungen. Und also 3 gut dimensionierte Kammern, wo man sich nicht wirklich einschränken muss, finde ich klasse. Ich will das hier noch einen Punkt noch mal betonen in den Achterkammern. Also ich habe hier absolut uneingeschränktes Sitzhöhe. Ich komme gut rein und raus bis hier hinten. Also das Rein- und Rauskrabbeln ist hier nicht irgendwie so sargähnlich, sondern wirklich ganz einfach.
kleines Manko bei der Baunummer 1. Der Janmar mit 29 PS ist ziemlich laut, beziehungsweise die Schallisolierung noch ausbaufähig. Bei der Möblierung muss man aber auf nichts verzichten. Und damit steigen wir wieder eine Etage höher. Vorne hat die First 36 fast überraschenderweise keinen ausfahrbaren Bugspriet, so wie die kleineren Modelle, also die 18er, die ein Andeck hat, die 24er und die 27er, die ein Unterdeck haben, sondern fest angebaut. Das ist ein GFK-Bauteil, auch wenn es schwarz lackiert ist und eher Richtung Kohlefaser aussieht. Die haben lange überlegt, der Vorteil hier ist einfach, dass man die Ankerhaltung mit integrieren kann. Und die First 36 ist ja nicht in erster Linie ein Regattaboot, sondern sie ist ein, wie die Werft so gerne sagt, ein High-Performance-Cruiser. Also legt eben Wert darauf, auch fahrtentauglich zu sein. Und dann braucht man einen sauber angeschlagenen Anker. Das ist hier gewährleistet. Der wird also in so gut wie nie, in so gut wie keiner vorstellbaren Bedingung Gefahr laufen, am Rumpf zu kratzen. Der ist weit genug weg. Der Bugspriet ist fast einen Meter lang. Ich habe die genauen Maße nicht im Kopf, aber sind über 90 Zentimeter. Und bringt deswegen auch die Halsleine vom Gennaker und vom Cozero relativ weit weg vom Vorstag. Dennoch ist das Boot, das wir in Isola gesegelt haben, in Slowenien, das haben wir außenrum den Gennaker gehalst, was auch ohnehin die sicherere Variante ist. Und ich denke mal fast, das wird es auch hier bei diesem Boot machen. Denn der Spalt ist so, dass wenn man Einhandsegel oder Zweihand unter 140 Quadratmeter Tuch durch müssen, ist einfach aufwendiger. Die Gefahr, hängen zu bleiben, ist größer. Und es gibt kein Wasserstark so richtig, außer dieser Niro-Stange, die unten ist. Das macht es auch ein bisschen unkomplizierter und räumt auch den Bug ein bisschen mehr auf. Sieht besser aus, finde ich. Die Rumpfform ist schon voluminös, aber nicht überbordend stark. Also es ist weit weg von irgendeinem Skaubau-Konzept. Hat aber sehr viel Auftrieb, wie wir nachher sehen werden, und funktioniert extrem gut. Ja, die Bugsektion ist wasserdicht natürlich abgeschottet als Kollisionsschutz, das hier verläuft. Es gibt einen sehr großen, total tiefen Kettenstauraum, der bis ganz runter geht. Und hier ist der Durchlass, zeigen wir nachher gleich nochmal von einer anderen Position, so groß, dass tatsächlich auch Fender, also auch Rundfender hier staubar sind, und man würde, glaube ich, ohne große Probleme das Eckstück unterkriegen, sodass die nicht hinten sind, sondern da vorne, wo sie dann auch tatsächlich am sinnvollsten sind, weil sie das Luftvolumen verdrängen, und wenn Wasser hier schneller sickern sollte durch Wellen oder ähnliches, als unten durch die kleinen Klüsen ablaufen kann, dann läuft das nicht wirklich voll, sondern bleibt leicht. Die Ankerwinsch ist optional, gut integriert, also alles Rotscher. Und hier, das ist ganz wichtig, ist bereits fest angebaut ein Anschlagpunkt für ein inneres Vorstag. Die Decksluken sind alle flasch, also bündig eingeklebt, wie das heute üblich ist, bis auf eine, nämlich diese hier. Das hat auch einen guten Grund, die haben lange darüber nachgedacht, ob sie das so lösen. Der Vorteil ist, das ist tatsächlich eine echte Rahmenkonstruktion, die ist wirklich belastbarer, die ist auch riesengroß, und wäre die jetzt versenkt eingebaut, dann wäre der Durchlass kleiner, selbst bei gleichem Ausmaß, und zweitens, ich hätte das Deck höher setzen müssen oder ich hätte unten weniger Kopffreiheit. Also das war eine ganz bewusste Entscheidung gegen letztlich die Ästhetik, aber für die Funktionalität. Und warum ich ein großer Fan von diesen Luken bin, ist, man kann, wenn man zum Beispiel einen Spinnaker oder einen Gennaker da einfach reinwirft, wir haben ja vorher von der Dropzone gesprochen, wenn man zum Beispiel die Polster hochklappt, man kann hier Pfeil und Schoten einfach und Halsleine einfach angeschlagen lassen. Ich kann, weil die Öffnung groß genug ist und der Rahmen stabil genug, ich kann einfach die trotzdem verriegeln, dann ist die zu 98% wasserdicht, und ich kann beim nächsten Setzen, muss ich einfach nur das Pfeil hochziehen und alles ist angeschlagen, alles passt. Also das finde ich super und sympathisch, da hat die Funktion quasi über die Optik gesiegt. Cockpit ist aus meiner
Warte gesehen riesig. Also hier hinten geht es über die volle Breite von 3,80 Meter. Ich habe einen wirklich gut abgetrennten und völlig ausreichenden, was die Tiefe hier geht, eine ausreichende Stehposition für den Steuermann. Ich habe sehr gute Sitzpositionen für den Steuermann. Aber ich will noch mal aufs Ganze gehen, weil die Besonderheit ist hier auch eine Flexibilität in der Nutzung. Jetzt sind die zusätzlichen Stauboxen, die optional sind, die, glaube ich, 400 Euro Aufpreis kosten, montiert. Wir machen die nachher auch gleich mal weg, damit ihr das seht, wie das Cockpit funktioniert ohne. Der Vorteil so ist natürlich, dass ich im Hafen mehr Sitzgelegenheiten habe am großen Tisch für eine große Crew. Also da können 6, ich glaube sogar auch 8 Leute am Tisch sitzen und noch ein Getränk zu sich nehmen. Ich kann auch mich hier ein bisschen ausspannen. Mit der Verlängerung ist die Länge der Bank 1,62. Wenn man die wegbaut, ist es 1,2 Meter oder 1,1 Meter. Also da wird es dann mit Liegen ist vorbei. Da kann man noch gut zu zweit oder zweieinhalb sitzen. Der große Vorteil dieser Staubox, wenn ich sie weg habe, ist, und das wäre meine Option, wann immer ich segeln gehe, dass ich einen absolut optimalen Zugriff habe hier auf die Genua Winch. Ich stehe nämlich dann praktisch direkt bei der und die ist fast hüfthoch und ich kann einfach perfekt kurbeln. Wenn ich mit großer Kraft kurbeln muss, dann ist mein Bein sozusagen hier und das andere außen stützt sich ab. Das geht jetzt hier so nicht mehr. Also in dieser Konfiguration muss ich, wenn ich jetzt wirklich kurbeln will, schon in Lee nach außen gehen. Da sind da drüben noch 3,50 Meter Boot übrig, die über mir lehnen. Da fühlt man sich exponierter, als wenn man eben tiefer drin steht. Und der Winkel ist hier, die Ergonomie ist nicht so gut, als wenn ich hier stehe. Wir zeigen es, wie gesagt, gleich nochmal. Vorteil ist, man bekommt unheimlich viel mehr Stauraum. Das ist nasser Stauraum, also das ist nicht erst abgedichtet nach unten, aber es ist die Menge. Nur braucht man das nicht wirklich, denn wir zeigen nachher gleich nochmal hinten die Bugskiste, die durch eine sehr große Öffnung auch zugänglich ist. Das ist ausreichend. Diese Leinentasche, die wird auch in jedem Fall die Position behalten, wenn ich das wegbaue. Wir haben das jetzt schon mal angelöst. Das sind 2 Schnellverschlüsse hier unten. Das geht zügig, aber man muss so ein bisschen fummeln. Hier ist die Starbox. Würde man sagen, wiegt so 8, 9 Kilo vielleicht. Stellen wir die mal zur Seite. Ich denke mal, die lassen wir heute auch beim Segeln weg. Und dann ist das Kurbeln hier, die Tasche bleibt dann da. So, und jetzt ist das Kurbeln von der Genua ein absoluter Traum. Also die perfekte Ergonomie, das ist so, wie man es sich wünscht. Und der Vorteil ist, wenn ich als Rudergänger im Einhandmodus unterwegs bin, also erstmal habe ich sehr lange Fußleisten. Die erlauben mir, mich ganz hinter dem Rad sitzen zu positionieren, aber auch so, wie ich jetzt sitze, also praktisch mit dem Rad zwischen den Beinen. Ich kann aber noch weiter nach vorne, habe dann immer noch Abstützung zu beiden Seiten. Habe hier das Rad, habe hier die Großschot, habe hier zumindest zum Lösen, wenn ich Cross-Sheeting mache, also wenn ich die Genua auf die Luftwinch lege, kann hier noch lösen, wenn es sein muss, oder trimmen. Und ich habe zusätzlich noch Traveler und hier das Achterstag. Also alleine ist es ein bisschen viel, aber wenn man jetzt zu zweit segeln würde oder zu dritt sogar, man kann hier den Genua-Trimmer platzieren, wenn er die Schot auf die Luftwinch legt. Hier hätte ich den Großschotttrimmer oder hier noch besser. Und wenn ich jetzt nur steuern muss, dann sitze ich da hinten oder stehe da hinten. Also das ist wirklich unglaublich gut. Ich möchte mal sagen, es ist aus meiner Sicht das beste Cockpit in dieser Klasse. Ja, also Bugskiste, wenn jemand denkt, er braucht ein Fahrrad, ein Schlauchboot, eine Rettungsinsel und Gott weiß was noch mehr, das passt alles hier rein. Auch Code Zero und auch der große Spinnaker passen hier rein. Das ist gut zugänglich und es gibt hier, das ist auch neu, noch besonders schön, so ein kleines flexibles Textilfach,
dass man so einfach wegklappen kann und wo man Dinge reintun kann, die man schnell benötigt. Zum Beispiel eine Rettung in der Tasche wäre hier gut angebracht, weil die dann immer sofort im Zugriff ist. Man hat auch guten Zugang zu den Ruderquadranten. Die sind sauber verlegt, das ist toll gebaut, das ist sehr gut berechnet. Und der einzige Nachteil ist, oder wenn man das als Nachteil sehen will, es ist nicht ein redundantes System, es gibt nur einen Zug, einen Drahtzug, und wenn der brechen würde, dann würde man im Prinzip beide Ruder verlieren. Das wird von anderen Werften redundant ausgeführt. Ist jetzt für ein Boot, mit dem ich über den Atlantik segeln wollte, würde ich mir überlegen, wie ich da ein Backup-System schnell installiert kriege. Aber fürs Küstensegeln ist es okay. Und jetzt, nach so vielen Infos, laufen wir nochmal aus. Unsere Baunummer 1 trägt übrigens EXRP-Laminate von Elfström. Ja, das sind die Tücher, bei denen Fasern, Film und Taffetta aus recyceltem Polyester hergestellt werden. Eine gute Sache, klickt mal auf den Videolink, da erfahrt ihr mehr. Amwin trägt die First satte 75 Quadratmeter Fläche. Durch ihr geringes Gewicht von nur 4,8 Tonnen beschleunigt sie auch bei leichten Bedingungen sehr schnell. Als es später auffrischt, segeln wir sie mit zu viel Tuch. Etwas weniger Lage wäre für den Speed besser. Doch die neue Beneteau beweist, dass sie mit ihrem 2,25 Meter tiefen Kiel genügend Sicherheiten bietet und mit dem Doppelruder stets kontrollierbar bleibt. Klar, die Paradedisziplin ist und bleibt der Raumschutzkurs. Mit dem sehr großen Gennaker lässt sich spielend einfach das volle Potenzial ausschöpfen. Anfangs wird es noch mit 12 bis 15 Knoten, was immer mal wieder zweistellige Werte auf die Logge bringt. Schon ab knapp 9 Knoten Boatspeed reißt das Wasser am Heck glatt ab. Der Glitch macht Spaß. Hätten wir gewusst, dass sich der Wind am Nachmittag noch mehr ins Zeug legt, hätten wir unser Kameraboot nicht in den Hafen verabschiedet. So bleiben nur die Bilder von Bord. Doch auch die sind eindrucksvoll genug. Oloy-Chef Olli Loy durfte heute als Fotobootskipper nur von außen zugucken. Dennoch war der Deutschland-Importeur der First begeistert. Sieht jetzt vielleicht ein bisschen schräg an, aber fantastisch. Absolut fantastisch. Das Boot wir hatten ja am Anfang leichteren Wind, super schnell, super Linien, kommt aus dem Wasser, geht sofort los. Also ich war von außen total begeistert. Tim, was meinst du? Ja, auch von Bord. Es macht super Spaß. Es fühlt sich deutlich langsamer an, als es ist. Also 10 Knoten fühlen sich an wie 5, als wenn man noch gar nicht richtig losfährt und denkt, man macht irgendwas falsch. Aber das Boot fährt halt von selbst einfach los, ohne dass wir großartig was gemacht haben. Und das macht echt Spaß. Und es ist alles einfach vom Handling. Was von außen sicher auch spektakulär ausgesehen hätte, die Sonnenschüsse. Irgendwann, vielmehr bei einer Böe von 26 Knoten, ist es dann einfach zu viel. Die Strömung an den Ruderblättern reißt ab, die First legt sich flach aufs Wasser. Doch Rick und Gernacker halten und die Elfström-Deutschland-Crew bringt alles wieder unter Kontrolle. Und dann die 16,6 Knoten im Surf. Adrenalin und Glückshormone, ein ziemlich guter Cocktail. Die First 36 wird den Markt der Performance-Cruiser aufmischen, so viel ist sicher. Es gibt für mich zwei Arten von Schiffen. Es ist so, dass entweder Boote von außen nach innen gebaut werden. Das bedeutet für mich von Seglern für Segler. Und von innen wird dann versucht, dass man da das auch einigermaßen komfortabel herstellen kann. Es segeln auch immer zwei und Familien, Mann und Frau. Und dann gibt es Leute, die bauen die Schiffe von innen nach außen. Und da wird es eine komfortable Ausstattung geben. Und hinterher guckt man, wie gut kriegt man das zum Segeln. Und, hier sind wir bei einem Schiff, das wurde von außen nach innen gebaut, von Seglern für Segler.
Es bleibt allerdings ein kleines Problem. In diesem Jahr werdet ihr keine First 36 mehr bekommen, denn die gesamte Jahresproduktion, 2 Dutzend Boote etwa, war im vergangenen September nach 2 Tagen verkauft. Vor Mitte 2023 geht nichts. Immerhin, bei einem Preis von 288.000 Euro segelfertig, könnt ihr dann ja noch ein bisschen sparen. Fazit. Den Sonnenschutz habt ihr gesehen, oder? Also den einen und den anderen auch womöglich. Ich hoffe, wir haben das schön rübergebracht, dass wir tatsächlich das Ziel erreicht haben, das Boot mal so ernsthaft zu fordern. Anders als beim ersten Test in Slowenien haben wir heute bewusst uns den Tag rausgesucht, wo es blasen soll. Anfangs waren das nur so 12 bis 15 Knoten, eher 15 Knoten als 12. Und unter Spinnaker war es am Anfang okay, aber es war nicht explosiv, sagen wir mal so. Also wir sind die Welle vom Motorboot runtersurfen, dann mal auf 11,5 Knoten gekommen. Das war schön, aber es war auch ein bisschen unspektakulär. Und was Tim Femerling vorher sagte, der Verkaufsleiter von Oloy Watersports, dass man sich eigentlich immer langsamer vorkommt, als man tatsächlich ist, das stimmt auf diesem Boot. Weiß auch nicht warum. Es ist tatsächlich auch wirklich einfach zu steuern. Man braucht nicht viel Konzentration, zumindest bis 15 Knoten oder vielleicht auch bis 18 Knoten. Als wir dann zurückgekreuzt sind oder zurückgesegelt sind, hoch am Wind, hat mit jeder Weile der Wind zugelegt. Wir hatten am Ende in Böen 26 und auch mehr Knoten, 26,7. Und wir haben dann gesagt, okay, jetzt müssen wir nochmal umdrehen, jetzt müssen wir nochmal bergab fahren. Und haben dann kam das der Spiel gesetzt, war gleich den ersten Sonnenschuss fabriziert und kurze Zeit danach auch noch einen zweiten. Das war überraschend eigentlich, weil ein Boot mit so breitem Heck und einer Doppelruderanlage, die auch wirklich Grip hat, eigentlich normalerweise nicht so schnell aus der Ruhe zu bringen ist. Was deutlich zu merken war, ist, dass das Boot in dieser sehr kurzen und steilen Ostseewelle, zumindest hier kurz vor Fehmarn, Wenn das anfängt zu laufen und so 15 Knoten Speed hat oder auch mehr, wir haben 16,6 Knoten in der Spitze erreicht und dann in so eine Welle reinfährt, auf eine Welle drauf und abbremst, dann ist es tatsächlich so, wenn man am Steuer steht, dann spürt man sozusagen fast die Verzögerung. Nicht nur fast, man spürt sie wirklich. Und durch diesen Abbremseffekt ist es wirklich schwer, das Boot wird dann so ein bisschen von der Welle noch mitgesteuert ein bisschen. Und dann reicht noch eine kleine Zunahme des Windes in der Böe und schon packt es sich auf die Seite. Also das ist was die Kollegen von den anderen Tests, die bei Viehwind stattgefunden haben, so nicht erzählt haben. Die hatten zum Teil in Spanien, vor Port Ginesta, mehr Welle, also höhere, längere Welle, sodass dieser Abbremseffekt gar nicht zum Tragen kam, weil du die Welle runter tatst, einfach nur schneller wirst. Und in Slowenien war so gut wie gar keine Welle. Und die hatten da einen Fraktionalspinnaker, also einen viel kleineren, der nicht so weit oben angreift und der mehr Lift im Bugbereich erzeugt. Und das hätte uns heute gut getan. Wir sind mit dem Maximalspiel 142 Quadratmeter gefahren. Das ist bei 26 Knoten Wind eigentlich schon fast zu viel. Also es sei denn, man fährt bewusst sehr tief, aber wir haben natürlich auch ein bisschen angespitzt. Ich glaube, mit einem kleineren Spiel hätten wir noch mehr Spaß, wahrscheinlich sogar noch mehr Speed gehabt. Der bisherige Rekord auf diesem Boot liegt bei 17,6 Knoten, da sind wir nahe rangekommen. Und da uns die lange Welle gefehlt hat, finde ich das auch sehr in Ordnung. Am Wind hat das Boot auch bei sehr viel Wind bestätigt, was wir schon in Isola beim ersten Test festgestellt haben, dass es extrem viel Grip hat, dass man es dahin positionieren kann, wo man es haben will, dass du es auch bei böigem Wind mit 18 bis 20 Knoten einfach das Ruder loslassen kannst und nicht sofort Angst haben musst, dass es anluft oder abfällt. Es hat eine hohe Kursstetigkeit. Ich glaube, dass es ein bisschen Übung braucht, das Boot am Wind sehr schnell zu segeln, also effizient zu segeln. Und ich tippe mal drauf, dass wir heute eher tendenziell zu viel Lage gefahren haben als optimalen Speed. Aber so ist es bei einem neuen Boot. Man muss es tatsächlich auch im Wettbewerb mit anderen Schiffen erleben. Man muss bei weniger Welle und vielleicht etwas kontrollierterem Wind
lange Kreuzschläge machen und gucken. Also ich glaube, das ist ein Boot, wenn man Regatten damit segeln und gewinnen will, dann braucht man ein bisschen Eingewöhnungszeit. Aber nicht, weil es zickig wäre oder tückisch, sondern einfach, weil es etwas anders bewegt werden will als ein klassischer, schwerer Verdränger. Alles in allem, großer Spaß und ich würde sagen, es war ein Test des Konzepts, den das Boot gut bestanden hat. Und jetzt bin ich irrsinnig gespannt auf den Vergleichstest der Performance Cruiser, den wir geplant haben, Anfang Mitte Mai in Flensburg. Da segeln wir die First 36 unter anderem gegen die J112E. Wir segeln die Dela 38, eine Forbi. Und wenn wir gespannt sind, dann könnt ihr es auch sein. Natürlich gibt es den Test ausführlichst bei Yacht TV. Also dranbleiben, unbedingt abonnieren, die Glocke drücken, damit ihr immer informiert werdet, wenn es ein neues Video gibt. Und dann wünsche ich euch noch eine schöne Segelsaison. Und wer schneller fährt als 16,6 Knoten, schickt mir gerne eine E-Mail an rika@yacht.de. Wir wollen aber auch einen Fotobeweis, denn den Beweis von dem, was wir heute hier veranstaltet haben, den haben wir ja im Video belegt. Also viel Spaß, lasst es krachen und genießt. Ganz genau. Und ihr dürft jetzt schon gespannt sein, wie sich die neue First im beinharten Vergleich mit der schnellen Konkurrenz geschlagen hat. Demnächst in der Yacht und hier bei Yacht TV.